Creeper! Ah. Stirb, Creeper! Stirb, stirb, stirb! Nein, au! Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Paradise. Ja, da nähert sich mir ein Skelett, das mich aber nicht bemerkt. Oh, Stealth Mode activated. Autsch. 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 Steuerung for the win. Yay. Bames. Das war jetzt ein etwas holpriger Anfang. Es ist mal wieder dunkel. Ich befinde mich immer noch in der Farmwelt. Und wie ihr in meinem Inventar unten seht, haben sich aber schon mittlerweile so ein paar Änderungen zugetan. Ich habe mittlerweile... wo sind die? Da, weg damit. Die brauche ich nicht. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen weiter gespielt, habe mir ein paar Sachen erfarmt, habe mir mittlerweile ein Eisenschwert gemacht und stirb. Und ein Bett, damit ich eigentlich solche Sachen wie hier nicht mehr erleben muss. Gib mir eine Hasenpfote, ich will Glück haben. War keine Hasenpfote, rohes Kaninchen. Oh, blöd. Oh, hä? Wow. Das war aber nicht mein... Ach nee, das war hier vorne, ne? Ja, hier. Ah, hier hätte ich auch direkt runtergekonnt. Naja, was soll's. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Kleinen Moment. Es ist 5 nach 10. Okay. Ich habe in der letzten Aufnahme festgestellt, dass meine Maus verdammt laut ist. Das tut mir leid. Ich weiß, dass man das wahnsinnig laut hört, aber ich kann es momentan halt einfach nicht ändern. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Einstellungen in meinem Mikrofon so machen muss, dass man die Maus nicht mehr so extrem hört. Ich versuche das auf jeden Fall die nächste Zeit mal, aber ich will und kann leider nichts versprechen. Jetzt ist mein Faden darunter gefallen, das ist blöd. Schwein, gib mir dein Fleisch. So, ja, wie gesagt, es hat sich in der Zwischenzeit ein kleines bisschen was getan. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde oder so habe ich offscreen gezockt. Einfach, weil ich nicht wollte, dass sie die ganze Zeit einfach... Es ist einfach nicht so wahnsinnig spannend, wenn man hier zuguckt, wie jemand die ganze Zeit am Farmen ist. Wird aber in der Folge jetzt auch nicht anders sein, deswegen, ich habe einfach nur schon mal ein bisschen vorgearbeitet sozusagen und habe auf jeden Fall auch jede Menge Bäume gefällt, in der Hoffnung, dass ich da dann Äpfel bekomme. Ja, wie ihr hier seht, jede Menge Holz. Was ist das denn? Eichenholz und das ist Tropenholz. Ach, scheiße. Mist, zwei verschiedene Holzer. Ja gut, was soll's. Ja, ich würde sagen, ich hau mich dann mal kurz hin. Dankeschön. Ich bin mal wieder alleine auf dem Server. Ich will aber hoffen, dass ich das demnächst mal hinbekomme, dass ich mit jemand zusammen aufnehme. Das wird diese Woche wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich ja wie gesagt Spätdienst habe. Und alle anderen wahrscheinlich, während ich hier Zeit zum Aufnehmen habe, dann in der Schule sind. Oder ja, woanders halt. Keine Ahnung, wo sie halt morgens so rumlungern. Stirb, Creeper, stirb! Wo war jetzt das da vorne? Das Schwein, das wollte ich noch haben. Ja, ich habe auch dafür gesorgt, dass ich ein bisschen mehr zu futtern habe. Ich war auf der Jagd. Habe Tiere erlegt. Man sieht es auch an meinen Leveln. Tiere und Monster geschlachtet ohne Ende. Habe ich irgendwelche Achievements dafür bekommen? Nein, offensichtlich nicht. Normalerweise bekommt man doch Achievements wie Monsterjäger oder sowas in der Art. Ach, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall erst einmal genug Essen. Das ist sehr schön. Ich habe letzte Folge so ein bisschen dezente Probleme am Ende hatte. Etwas Angst hatte zu sterben. Aber wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, mein Hund ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hier unten ist nirgendwo einer. Ich habe hier hinten... Ich habe gestern Abend noch ein bisschen mit Captain Lucky geschrieben. Das Problem mit dem Teleportbefehl in die andere Welt ist jetzt auch gelöst. Da gab es wohl irgendwie ein paar Probleme mit dem Rechtesystem, keine Ahnung. Jedenfalls ist das jetzt behoben. Ich kann mich also jetzt tatsächlich auch in die andere Welt einfach mit dem Befehl hin teleportieren. Gestern habe ich es einfach so gemacht, dass ich mich hier zurück zu dem Schild begeben habe und mich über das Schild zurück teleportiert habe. Hat auch funktioniert. Ich wollte eigentlich mal nachgucken, ob der Hund dann mitkommt.
Was aber offensichtlich nicht der Fall war. Captain Lucky hat mir dann gestern auch noch geschrieben, also er heißt eigentlich Janis, aber keine Ahnung. Ich weiß jetzt halt nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich nenne ihn Lucky. Er hat mir gestern erzählt, dass er auch einen Hund hat. Ich weiß jetzt demnach nicht, ob das jetzt seiner ist oder meiner. Ich hätte mir... Oh, upsie. Komm raus. Komm raus. Hund. Komm raus. Warte, habe ich nicht noch ein Gehirn? Ich habe doch noch ein Gehirn. Natürlich habe ich noch ein Gehirn. Komm her. Na komm. Komm da raus. Du bist ein dummer Hund. Komm her jetzt. Gut, dann gehe ich halt hier rüber und dann kommst du mit einem hinterher. Komm, komm, komm. Also ich glaube, wenn er sich mir hinterher teleportiert, müsste es eigentlich meiner sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Ich laufe mal weiter. Am besten ohne das Zeug in der Hand. Und dann gucke ich mal, ob er sich mir hinterher teleportiert. Was er offensichtlich nicht tut. Das ist blöd, das heißt ja nämlich, dass es seiner ist und meiner ist irgendwie weg. Das ist schade. Oh, nee, ist doch meiner. Hi, Hundchen. Okay, dann ist das, dann kann ich aber jetzt auch direkt mal... Komm aus der Blume raus, Mann. Du doof. So, komm, nee. Nein, ich... So, danke. Gut, dann probiere ich das jetzt mal mit dem Teleportbefehl. Kleinen Moment. MVDB Bot. Oh, ja, geil. Und schon wieder so schönes Wetter. Aber wie es aussieht, kommt der Hund nicht mit. Na, das ist irgendwie schade. Das heißt, ich habe den Hund nur in der Farmwelt. Muss ich mir hier einen neuen Hund suchen? Also einen Welthund. Ich habe einen Farmwelthund und ich habe dann einen Welthund. Ach so, ja, was ich sowieso noch machen wollte, ist euch... Oh, ich hasse Regen. Ist es Nacht? Dann kann ich mich vielleicht hinlegen und pennen. Ja, okay, es ist Nacht. Das ist wundervoll, dann hört es nämlich gleich auf zu regnen. So, gib mir mein Bett wieder. So, seht ihr? Jetzt hört es auf. Oh, ist das schön. Ich wollte euch noch die Gegend zeigen, in der wir jetzt schlussendlich bauen wollen. Ich muss mal mein Schwert in die Hand nehmen hier, um mich zu verteidigen. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, 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 nicht. Autsch. Och Mann. Die sind doch alle blöd. So. Oh, da unten ist ein Zombie-Villager. Hey, Moment mal. Heißt das, wir haben hier irgendwo ein Dorf in der Nähe? Das wäre cool. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls hier vorne ist ja sozusagen unser Spawn. Das heißt, wir haben hier direkt so einen schönen großen See. Und das hier hinten ist quasi, ich kann es jetzt leider nicht sehr gut zeigen, das hier dieses Waldgebiet ist so die Gegend, wo wir bauen möchten. Und wie ihr vielleicht den Regeln entnommen habt, wenn ihr euch die schon mal durchgelesen habt, wir wollen versuchen, die Natur möglichst so zu belassen, wie sie hier ist. Nichts groß zu verändern, nur Bäume zu fällen, um Platz zu schaffen quasi. Und dann, ja, mal zu gucken, wie das so wird. Wenn das Ganze mittelalterlich aufgebaut ist, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass da auch so eine Burg oder sowas dann irgendwo steht und vielleicht das Dorf dann drumherum gebaut wird oder so. Das sind so... Ja, man hat halt schon so seine Einfälle irgendwie, wie das Ganze aussehen könnte. Es ist nur halt noch nichts passiert, deswegen ist das Ganze noch ein bisschen schwierig. Man kann zwar planen, aber man kann noch nicht so genau sagen, wie es dann jetzt am Ende aussieht. Und ich persönlich habe auch echt Probleme damit, mir jetzt hier schon ein Plätzchen zu suchen, wo ich bauen sollte, weil es ist halt alles noch voll mit Wald und man weiß halt nicht, wo soll was hinkommen. Also wenn es hier so wirklich, wenn wir das so machen würden, dass wir irgendwie eine große Burg bauen und dann darum das Dorf platzieren, dann müsste man jetzt zum Beispiel erstmal wissen, wo kommt die Burg eigentlich hin, damit ich weiß, wo ich mein Häuschen hinbauen kann. Also jetzt so direkt anfangen zu bauen, ist schwierig. Deshalb... Ja, wird der Anfang hauptsächlich noch in der Farmwelt sein. Und was ich beim letzten Mal noch vergessen hatte zu erwähnen, beziehungsweise was ich jetzt dann noch erwähnen wollte, ist die Tatsache, dass das hier ja ein Projekt von YouTubern mit YouTuber ist, sozusagen. Und das bedeutet,
Es werden natürlich auch von den anderen Videos aufgenommen, natürlich. Wie ihr ja in der letzten Videobeschreibung dann vielleicht auch gemerkt habt, ich werde auch die anderen, die Aufnahmen machen, gerne noch unten verlinken, wenn diejenigen nichts dagegen haben. Und ja, es ist aber, ups, ouch, es ist aber keine Pflicht aufzunehmen. Also jeder, der einen YouTube-Channel hat und gerne Aufnahmen machen möchte, der kann das tun. Aber es ist halt keine Pflicht, sobald du auf den Server kommst, dass du aufnehmen musst. Oh, ein verzauberter Bogen. Holy shit. Cool. Ohne Witz, ich habe einen verzauberten Bogen mit Stärke 1. Yay. Das ist nicht übel. Oh komm, ich schlachte hier noch ein paar Skelette. So. Oh, Creep. Creeper. Ah. Stirb, Creeper. Stirb, stirb, stirb. Nein, au. Das war nicht so schlau. Ist mir klar, dass mein Bett gesprengt wurde. Gib mir meine fucking Sachen zurück. Entschuldigung. Okay, mein erster Tod. Halleluja. ich habe gestern erfahren, dass das auch andere schon geschafft haben. Ich wusste aber nicht, dass mich ein Creeper... Ich hatte ja volle Leben. Ich wusste nicht, dass die mich mit einem Mal direkt in die Luft sprengen. ich werde demnächst nicht mehr so wagemutig sein. ich gehe mal zurück in die normale Welt. So. Farmwelt. Hund! Und Sitz. Danke. So, es ruckelt wieder ein bisschen. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich jetzt gerade die Welt gewechselt habe. Also wie gesagt, es gibt keine Aufnahmepflicht. Wenn jemand online kommt, kann er gerne aufnehmen, wenn er das aufnehmen möchte. Er muss es aber nicht. Deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen offscreen gespielt und habe ein bisschen gefarmt, weil ich einfach weiß, dass es diese Regelung gibt. Und ich fände es auch ein bisschen scheiße, wenn man hier einfach alles aufnehmen müsste. Weil es gibt durchaus Sachen, die... Ja, die einfach für den Zuschauer mega langweilig sind auf Dauer. Und da finde ich das dann ganz gut, wenn man das nicht unbedingt aufnehmen muss. Man kann auch streamen. Also es ist alles erlaubt, man darf alles tun. Aber man muss halt nicht. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Gerade auch für YouTuber, die nicht so wahnsinnig viel Zeit haben und die nicht so unglaublich aktiv sind quasi. Und nicht so furchtbar aktiv sein können auch. Ist das, glaube ich, eine ganz schöne Regelung. Jetzt wollte ich nur eigentlich einmal gerne ganz kurz. Ah, halt, stopp, 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 stopp. Stopp. Nee, das war nicht der Eingang. Hier unten war der Eingang. Ich werde nicht so blöd sein und den gleichen Fehler jetzt gerade nochmal machen. Ich werde mir hier eine Kiste hinstellen, in die ich meine Sachen packe. Weil ich keinen Bock habe, wieder alles zu verlieren. Also zumindest sage ich mal die wichtigsten Sachen. Mein Bett, mein Ei, Federn, mein Bogen, der sowieso fast kaputt ist. Essen, na, sollte ich vielleicht besser mitnehmen. Das hier, das hier, das hier, das hier. Oder? Ja, doch. Bogen habe ich eh hier gelassen. Kohle, Futter. Dann gucke ich mal, wie weit ich mit dem Zeug komme. Okay, Kiste ist voll. Dann kann es jetzt mehr oder weniger losgehen. Ich wollte noch ein bisschen Kohle suchen, weil ich habe halt nur 3 Kohle und ich finde, das ist ein bisschen wenig. Deshalb mein Essen bitte auch noch hier runter, danke. So, das ist jetzt meine sehr wichtige Kiste, wo mein ganzer Stuff drin ist. Und jetzt versuche ich mal, mich hier durchzuschlagen. Bitte nicht wieder ein Creeper. Hey. Oh, ich hatte so viel, schön viele Level. Und jetzt sind alle wieder weg. Das ist blöd. Das ist so gemein. Okay, hier müsste ich mich vielleicht ein bisschen runtergraben. Ich finde dieses Diorit und Gedöns hier, das ist irgendwie so nervig. Das braucht kein Mensch. Ich weiß, dass hier Höhlen in der Nähe sind. Du musst mich nicht daran erinnern. Danke. Sammelt es aber trotzdem ein, ne? Ich bin so schlau. Weg da. eigentlich wollte ich mich auf die Suche nach Diamanten machen, aber das ist ja Blödsinn. Eigentlich am Anfang schon Diamanten zu suchen, ist totaler Bullshit. Einfach nur weil... Oh. Ah, okay, danke schön.
Wie gesagt, die Maus ist verdammt laut, das tut mir wahnsinnig leid. Mich selber hat es gestört, als ich mir meine Aufnahme angeschaut habe. Also irgendwie, naja, ich hoffe, ich kann das irgendwie irgendwann beheben. Vielleicht sollte ich einfach das Mikro in eine andere Richtung halten oder das vielleicht ein bisschen weiter weg von der Maus tun. Das ist im Moment ziemlich genau über der Maus. Das ist dann natürlich blöd, dann hört man das natürlich extrem laut. Ja, jetzt direkt am Anfang Diamanten zu suchen, ist glaube ich nicht so das Wahre. Zumal ich mir auch ziemlich sicher bin, dass man im Mittelalter nicht wirklich viel mit Diamanten gehandelt hat. Nein, ich sollte mich jetzt nicht zu sehr daran aufhängen. Das ist irgendwie dann auch blöd. Kohle, Kohle. Aber ich finde das immer cool, wenn man einmal Kohle gefunden hat, dann hat man einfach so wahnsinnig viel davon hier drumherum. Aber ich habe halt auch schon viel gebraten, deswegen ist schon viel von meiner Kohle halt flöten gegangen. Oh Gott, ich hier viel Kohle. Das ist wundervoll. Und Kohle gibt halt auch immer Level, das finde ich ganz cool. Ich meine, verzaubern kann man im Moment wahrscheinlich eh noch nicht. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht so ein bisschen mit Tränken in meinem Keller arbeite. So ein bisschen ein versteckter Hexenkeller da unten. Aber nachher werde ich noch am Scheiterhaufen verbrannt oder sowas, weiß ich. So die Inquisition. Ich habe auch schon überlegt, was man vielleicht alles so an gemeinnützigen Gebäuden in so eine Stadt reinbauen könnte. Also wie gesagt, diese Burg war halt eine Idee. Und ich bin auch da, also unsere Stadt braucht auf jeden Fall eine Schmiede. Ah nein, mein Spitzhacke ist kaputt. Ich brauche eine neue. Ich habe mein ganzes Holz oben gelassen. Ich bin so schlau. Oh, ich bin so ein schlauer Mensch. Scheiße. Nein, gib mir Holz. Damit lasse ich einfach stehen, Mann. Ich will doch eh nur meine Workbench holen. Oh Gott. Oh Gott. Mein Orientierungssinn. Oh Gott. Das kann nicht gut gehen. Doch, doch, es hat funktioniert. Oh, Fledermäuse. Hallo. Wow, ich bin begeistert. Oh, es ist schon wieder dunkel draußen. Na super. Okay, so ein bisschen Holz bräuchte ich dann schon. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dankeschön. Und Steine habe ich ja noch, okay. Steinspitzhacke. Ich mache mir jetzt keine Eisenspitzhacke, glaube ich. Oder? Soll ich? Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Unter anderem auch, weil ich hier falsch bin. Wo war jetzt meine Workbench? Okay, wartet. Wartet. Ich finde das. Ich weiß ganz genau, wo ich hin muss und was ich tue. Ich habe den vollen Durchblick. Nein! Nein! Wo ist meine Workbench? Scheiße! Hier oben, bitte! Ja! Oh, ich habe sie gefunden! Oh mein Gott, ich hasse meinen Orientierungssinn. Das ist so zum Brechen. Oh oh. Oh oh. Ich höre böse Kreaturen. Also wie gesagt, unser Dörfchen braucht auf jeden Fall eine Schmiede. Da finde ich, kommen wir gar nicht drum herum. Und ich fände es cool, wenn wir sowas wie eine Bibliothek hätten. Also ich stehe ja allgemein unheimlich auf Bücher und Bibliotheken und so ein Kram. Und ich fände das total cool, wenn wir dann da irgendwo eine Bibliothek stehen hätten, wo ich mich dann immerhin verziehen könnte. Ups. Ja, mit dem Verzaubern, ich weiß nicht. Wir brauchen ja auch noch Lapislazuli. Brauchen wir ja mittlerweile zum Verzaubern. Ich weiß nicht warum. Ich finde das total schalen Blödsinn eigentlich, dass man zum Verzaubern Lapislazuli braucht. Seit wann ist das so? Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Ist da noch was? Okay, das ist nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, habe ich hier erstmal die Kohleader leer geräumt. Ja. Und? Ne, was hatten wir? 5 nach, ne? Ja gut, in 3 Minuten ist dann meine Folge auch schon wieder vorbei. Ist wunderbar. Ihr habt im Prinzip jetzt nicht wirklich viel davon gesehen. Beziehungsweise ich habe nicht wirklich viel erreicht. Aber ja, ich versuche mal jetzt noch hier heil wieder rauszukommen. War das hier längs? Ja, ne? Ja, okay. Sehr schön. Die Welt soll eigentlich, also die Farmwelt, soll eigentlich immer so einmal die Woche quasi resettet werden.
Oh, da unten ist noch mehr Kohle. Da unten ist die Schlucht. Ich muss. Oh, scheiße. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich muss gleich noch ein bisschen weitermachen. Da unten sind doch bestimmt auch Diamanten. Ach, ich weiß nicht. Ich kann nicht. Ich war. Nein, ich muss die Folge beenden. Okay, ich muss jetzt erstmal die Folge beenden. Vielleicht nehme ich danach noch ein bisschen auf. Ich habe irgendwie gerade voll Bock dazu, Mann. Okay, ich versuche mal, mich hier hinzupflanzen und eventuell zu pennen. Mein Bett ist natürlich hier drin. So. Ach, diese Diorit-Kacke habe ich jetzt auch noch mitgenommen. Shit. So. Ich lege mich jetzt einfach auf die Treppenstufe. So. Gut. Gepennt. Wundervoll. So. Jetzt habe ich natürlich wieder viel Bullshit eingesammelt, den ich eigentlich gar nicht brauche. Hallo Ei. Hallo Hühnchen. Ich muss, glaube ich, nachher einfach mal meine Sachen alle braten. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar. Schaf und Spinnen und... Oh Gott, ich hasse es, dass die Spinnen nicht verbrennen. Okay, das war dann meine zweite Folge von Minecraft Paradise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mit dem Bauen fange ich dann an, wenn wir das Ganze ein bisschen mehr geplant haben, sage ich mal. Ich finde, da gehört auch ein bisschen Planung dazu. Bevor man jetzt einfach seine Gebäude irgendwo hinsetzt, das ist ja auch Blödsinn. Nachher haben wir da ein totales Durcheinander. Ja gut, ich meine, so in mittelalterlichen Städten gab es eigentlich auch keinen großen Bauplan. Aber in so Burginnenhöfen, da gab es durchaus schon so seine gewisse Ordnung. Aber mal sehen. Ich guck mal, wie wir das jetzt so planen und wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Jedenfalls könnt ihr euch eventuell darauf einstellen, dass es noch zwei, drei Folgen geben wird, in denen ich einfach nur in der Farmwelt bin und irgendwelchen Bullshit labere. Aber ich habe einfach gerade mega Bock dazu und das macht irgendwie... Ja doch, es macht mehr Spaß, als ich erwartet hätte, Minecraft zu zocken. Also aufzunehmen und so. Und ich labere schon wieder viel zu viel. Mein Gott. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Links drin. Folgt mir auf Facebook, dann verpasst ihr keines der Videos mehr. Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.